Petri, heil und hallo. Ich bin der Ulf von Beutefieber und wenn du wissen willst, wie du in 5 Minuten eine super einfache und fängige Dropshot-Montage zum Angeln auf Barsch zusammenbaust, dann bleib einfach dran. Starten wir mal direkt mit dem Gerät. Zur Rute. Ich habe eine Rute dabei, die ist 2 Meter lang, hat ein Wurfgewicht bis 36 Gramm. Damit komme ich hier an dem Gewässer ganz gut aus, weil die Kante relativ nah am Ufer ist. Wenn die Kante jetzt weiter draußen wäre, würde ich eine längere Route wählen, um einfach den Winkel bis zum Grund besser abbilden zu können. Das Wurfgewicht bis 36 Gramm reicht auch vollkommen aus, um jegliches Gewicht, was du beim Dropshot-Angeln verwenden würdest, abzudecken. Wichtig ist vor allen Dingen die Rolle, denn die muss gut zur Route passen. Und das Beste, was du machen kannst, ist hier den Finger herzuhalten und zu schauen, ob das Ganze in Waage ist. Denn du angelst beim Dropshot viel aus dem Handgelenk und da ist das ermüdend, wenn hier kein Gleichgewicht herrscht. Ich habe hier eine 2000er, die passt ganz gut dazu. Zur Schnur solltest du jetzt nicht was ganz Leichtes wählen, weil du auch immer mit Hechten, Zandern rechnen musst. Ich habe hier eine 16er oder 18er Schnur drauf, das ist vollkommen ausreichend, ist schon fast ein bisschen viel, aber ich bin lieber auf Nummer sicher. Wenn du die Schnur dann durchgezogen hast, kannst du deine Rute erstmal zur Seite legen, Bügel lässt du direkt offen. Dann gibt es da sogenannte No-Knot-Wirbel. Die sind dazu gemacht, dass ich meine geflochtene Schnur mit einer monophilen, zum Beispiel mit einem monophilen Vorfach verbinde. So ein No-Knot hat hier so einen Karabinerhaken an der einen Seite, einen Wirbel in der Mitte und an der anderen Seite diesen Knotenlos-Verbinder. No-Knot heißt ja knotenlos. Und um den mit der Schnur zu verbinden, lege ich mir einfach mit der geflochtenen Schnur so eine kleine Schlaufe hier. Ziehe den hier in diesen Einhänger. Dann halte ich diese beiden Schnurenden fest und wickel die jetzt einfach ganz eng aneinander über diesen Drahtarm hier, bis ich hinten in diese Öse reinkomme. Und da ziehe ich das einfach lang. Und dann kann ich hier ziehen. Und ihr merkt schon hier, das kriegt man auf jeden Fall nicht mehr auf. Das Ende dann einfach abschneiden. An deiner geflochtenen Hauptschnur hast du jetzt den Knotenlosverbinder dran. Das heißt, wir können uns mal gemeinsam anschauen, wie die eigentliche Dropshot-Montage gebaut wird. Ich nutze dafür ganz gerne Fluorcarbon. Vor allen Dingen nehme ich ein stärkeres. Ich habe hier einen 40er. Das liegt daran, dass ich hier, wie gesagt, mit Hechten rechnen muss. Und so ein 40er hält ein Hecht eigentlich ganz gut ab. Wenn du jetzt ein Gewässer hast, wo du wirklich viele Hechte hast, dann solltest du das direkt mit einer Stahlmontage bauen. Das zeige ich dir mal in einem anderen Video. Hier nehmen wir, wie gesagt, jetzt 40er Fluorcarbon. Jetzt weißt du, was du für Material fürs Vorfach nimmst. Wie viel nimmst du jetzt davon? Bei mir hat sich so um 1,50 Meter bewährt. Hängt damit zusammen, dass wir auf Grund fischen wollen und der Haken irgendwo in der Mitte hängt, meistens so 50, 60 cm über Grund. Und wenn du jetzt nach oben und nach unten noch ein bisschen Luft lässt, da hast du dann später Spielraum. Deswegen 1,50 Meter reicht dicke aus, kannst du dir erstmal abschneiden. In das eine Ende deiner Schnur, was du in den Knotenlosverbinder einhängst, machst du einen ganz normalen Schlaufenknoten. Ich denke, wie der geht, das weißt du schon. Mach den auf jeden Fall mit mindestens 2 Windungen, damit er nicht aufgeht. Schön festziehen. Du hast jetzt deine Schnur abgeschnitten, die 1,50 Meter Länge. Dann schauen wir uns mal die Haken an. Da gibt es spezielle Dropshot-Haken. Die sehen so aus. Ich nehme da Hakengröße 2 bis 4 ganz gerne. Damit kriegst du so die gängigen Dropshot-Köder auch dran. Und jetzt fädelst du dir einfach den Haken hier auf deine Schnur und lässt den ziemlich mittig dann so hängen. Wenn du deinen Haken in der Mitte so hängen hast, dann machst du jetzt einen ganz einfachen Überhandknoten. Das heißt, du hältst dir den einfach fest und machst hier einen einfachen Knoten rein. Der hängt dann so hier in dieser Schlaufe drin. Siehst du hier den Überhandknoten? Jetzt hältst du das oben fest, nimmst deinen Haken hier hoch, sodass du diese Schlaufe hier drunter hast. Und jetzt musst du einfach nur deinen Haken hier rumwickeln. Immer wieder durch dieses Öhr durch, so bis dann oben vielleicht 4, 5 Windungen entstanden sind. Das reicht aus. Jetzt kannst du das hier befeuchten und zusammenziehen. Auch hier, wenn du das zusammenziehst, ruhig mit dem Fingernagel den entstehenden Knoten so ein bisschen über das Öhr drüber ziehen und festziehen.
Wenn der Knoten jetzt festgezogen ist, siehst du schon, steht der Haken wunderbar seitlich weg. Genau das ist es, was wir beim Dropshot-Angeln haben wollen. Was hast du denn bis jetzt schon erreicht? Du hast ganz oben deine Schlaufenknoten, hast also eine Schlaufe dran, hast in der Mitte von deinem Vorfach deinen Dropshot-Haken schön abstehen und hast ganz unten, also ungefähr 60 cm unterhalb des Hakens, hast du ein loses Ende von der Hauptschnur. Und dort hängen wir jetzt das Dropshot-Blei ein. Dropshot-Bleie gibt es in unterschiedlichen Formen. Ich mag ganz gerne diese Stabbleie, weil die sich zwischen den Steinpackungen nicht festsetzen können. Die kannst du dann leicht wieder rausziehen. Und die haben oben einen Wirbel und so einen kleinen Clip zum Einklipsen von deiner Schnur. Das zeige ich dir mal im Detail. Du siehst also bei dem Blei, hier oben hast du dieses Teil zum Einklipsen der Schnur. Dort schiebst du einfach deine Schnur durch. Und dann ziehst du das hier so richtig ran. Und da siehst du schon, das Blei, das hängt hier richtig schön. Kommen wir mal zum beliebten Köderthema. Das will ich im Video jetzt nicht auf die Spitze treiben, sondern ich gebe dir eine ganz einfache Methode mit, die immer wieder funktionieren wird. Und das sind die No-Action-Shads. Die haben hinten keinen Schaufelschwanz, sondern so eine ganz einfache Spitze. Und den hauchst du praktisch mit deiner Köderführung durch das Blei, was auf dem Boden rumtanzt, hauchst du Leben ein. Und dann wackeln die so. Zeige ich dir gleich nochmal. Gibt es in den verschiedensten Formen, Größen. Hier hast du mal einen größeren mit so einem V-Schwanz. Das geht genauso. Es gibt auch kleine Krebschen, die funktionieren wunderbar. Merk dir einfach, die sollen keinen Schaufelschwanz haben, sondern sogenannte No-Action-Shads. No-Action für keine Eigenaktion. Zum Aufziehen auf den Köder. Du nimmst in die eine Hand deinen Haken und die andere deinen Köder und gehst hier vorne durch den Maulbereich vom Köder rein, schiebst das Ganze hier drauf und lässt die Hakenspitze hier oben rausschauen. Und dann schiebst du das schön bis ran. Was du erreichen musst, ist, dass wirklich das Maul vom Köder vorne an der Schnur dran ist und der Haken hier oben, wie das jetzt hier ist, rausguckt. Und wenn du jetzt unten mit dem Blei hin und her machst, dann animierst du den Köder wunderbar im Wasser. Ja, da hast du es jetzt schon fast geschafft. Alles, was noch fehlt, ist, dass du deine Hauptschnur nimmst, am Knotenlosverbinder deinen Karabiner öffnest, von deiner Dropshot-Montage die Schlaufe nimmst und in den Karabiner hier einhängst. Dann schließt du den Karabiner und schon bist du fertig. Und jetzt sieht man hier schon, wie schön dieser No-Action-Shad spielt, wenn du Bewegung auf die Schnur gibst. Wenn du jetzt Fragen zu der Montage hast, dann schreib mir die gerne in die Kommentare und ich helfe dir, wie du das Ganze selber gebaut bekommst. Jetzt zeige ich dir noch, wie du das Dropshot-Rig richtig fischst. Du siehst, es ist alles aufgebaut und der erste Schritt ist natürlich, die Montage erstmal rauszuschmeißen. Wenn du die Montage draußen hast, Bügel umklappen, Schnur ein bisschen einholen und beobachte den Schnurbogen. Du siehst, wenn der Schnurbogen irgendwann schlaff in sich zusammenfällt, dann ist die Montage auf Grund. Momentan ist es noch nicht der Fall. Jetzt ist es zusammengefallen und auf Grund. Das heißt, ich mache die Schnur etwas straff. Und jetzt musst du dir vorstellen, ist dort richtig Spannung drauf. Der Köder, der hängt irgendwo im Wasser. Und wenn ich jetzt ganz kleine Bewegungen mache, dann animiere ich den zum Leben. Und das ist auch die Hauptart, Dropshot zu fischen. Also wirklich ganz vorsichtig, ganz kleine Jigbewegungen. Und wenn du siehst, die Schnur wird zu lose, dann kurbelst du ganz vorsichtig ein. Und immer schön langsame Bewegungen und kurz danach einkurbeln. Langsame Bewegung, einkurbeln. Immer das gleiche Spiel. Das ist die Methode, die bei mir einfach am erfolgreichsten ist. Du kannst natürlich auch andere Dinge ausprobieren. Du kannst mal richtige Jigbewegungen machen. Du kannst sogar einkurbeln, wenn du das mal probieren willst. Da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wer fängt, hat recht. Kommen wir nochmal zur Bisserkennung. Beim Dropshot-Angeln hat sich bewährt, dass du deinen Zeigefinger auf dem Rutenblank liegen hast, denn dann spürst du, was unter Wasser passiert. Wenn jetzt ein Biss ist, dann wirst du so einen kleinen elektrisierenden Schlag spüren, so einen Tock sagt man dazu, und dann haust du vorsichtig aber beherzt an. Nicht komplett durchreißen wie beim Hechtangeln, sondern vorsichtig beherzt anschlagen, sobald du diesen Tock spürst.
Die zweite Methode, wie du die Bisse mitkriegst, ist, du schaust über die Rute Richtung Schnurbogen. Sowohl die Rutenspitze als auch der Schnurbogen geben dir Aufschluss darüber, ob am Wasser unten irgendwo ein Biss passiert. Wenn sich die Rutenspitze so ruckartig zur Seite zieht, kannst du davon ausgehen, dass ein Biss. Und wenn dein Schnurbogen sich auch irgendwie schnell strafft, dann ist wahrscheinlich auch ein Fisch unten dran. Und genau dann auch wieder vorsichtig beherzt anschlagen. So hast du also zwei Methoden. Zum einen spürst du es über deinen Finger und zum anderen siehst du es. Ich schaue jetzt mal so über die Rutenspitze Richtung Schnurbogen. Habe ich also beides im Blick. Und sobald sich da was tut, schlage ich an. Damit du siehst, dass die Methode wirklich fängig ist, siehst du hier nochmal, wie das aussieht, wenn ein Barsch dann auf deinen Dropshot-Köder eingestiegen ist. Jetzt hast du die einfachste Art, Dropshot zu angeln, kennengelernt. Das ist wirklich eine einfache Variante, aus meiner Erfahrung eine, die fängig ist. Mach es nicht so kompliziert, fang wie gesagt einfach an und mach deine eigenen Erfahrungen. Wenn du irgendwo Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare und ich helfe dir, die zu beantworten. Dann viel Petri Heil damit und bis zum nächsten Mal.